Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, es ist soweit. Masochist Challenge. Und ja, wir müssen heute was besprechen. Und zwar, ey, wir wissen es alle. Ed ist. Hier kann es so nicht weitergehen. Es kann nicht so weitergehen, denn wir haben ein Problem. Und zwar, ja, natürlich kann ich hier gut diese Folgen ab und an voraufnehmen. Aber wenn wir jetzt mal hier reingehen, zum Beispiel, das hier passiert dann natürlich warm. Und wenn ihr das Ganze seht, sagt ihr jetzt so, hä, wie Season 35? Season 35 ist doch schon fast vorbei. Ja, es liegt einfach daran natürlich, dass wir ein bisschen hinterherhängen. Und deswegen habe ich folgenden Plan beschlossen, weil wir ein bisschen pushen wollen und auch gucken wollen, wie weit wir wirklich kommen können. Wir haben es fast geschafft, in Gold zu kommen. Ich hätte das natürlich machen können, aber ich habe es dann dementsprechend unterlassen, weil ich auch wollte, dass wir ein bisschen weiter runtergerankt werden, dass wir eben nicht so schwere Gegner kriegen. Von daher, so weit, so gut. Aber, wichtig zu erwähnen ist jetzt, das wird sich ändern. Denn das hier ist gegen Ende November, kommt das Ganze hier online. Bedeutet also, wir müssen was ändern zur nächsten Season. Um genau zu sein, Dezember-Season. Und Dezember-Season bedeutet dann, dass wir mehr Masochist-Challenge ballern werden. Wir werden das Ganze dann auch aktuell machen. Also nicht erst Mitte der Season anfangen, Ende der Season anfangen, da zu spielen. Ich meine, klar, solange wir dann Low-Ladder rumlaufen, juckt das niemanden. Aber jetzt halt, wo wir eben pushen wollen. Wir wollen auf Gold gehen. Mal gucken, wie weit wir in Gold kommen. Können wir in Platin kommen oder nicht? Das muss man natürlich alles gucken. Dementsprechend wird Dezember Time. Ich werde mehr Masochist ballern. Da wird Masochist kommen. Und zwar einiges. Einiges an Masochist. So. Genug geredet. Genug gesagt. Jetzt gehen wir hier rein. Und wir gucken hier mal, wie das Ganze hier aussieht. So, wir gehen Second, was natürlich super gut ist. Also das war eben eine kleine Ansage jetzt hier. Ich sehe gerade, wir sind bei 9 sogar. Krass. Noch ein Pack von Legacy Packs und dann sind wir wieder drin. Inspect the Border. Jetzt hätte ich gerne angefangen natürlich. Aber man kann nicht alles haben. So, wir haben Trap, wir haben Schneemann-Effekt. Schneemann-Effekt natürlich eine super starke Karte. Damit haben wir auch bereits den ein oder anderen Win geholt. Aber die ist dann auch natürlich erst im Late Game gut. So. Okay. Gegner. Ja, Leute. Okay. Labyrinth. Okay. Das ist natürlich ein Problem. Ja, das können wir nicht gewinnen. Ah, schön. Fängt doch gut an. Fängt doch super an hier. Fängt doch toll an. Ich meine, komm auf an. Vielleicht spielt er ein Bild, der jetzt nicht so gut ist. Er spielt nur 10 extra Deckkarten. Das heißt, es handelt sich hierbei auf jeden Fall um Anfänger. Was? 60 Karten Labyrinth. Okay. Ist das jetzt ein Paleo oder so? Ja, ich habe eins gelernt jetzt inzwischen. Also, aufgeben macht Sinn. Ja, Big Welcome hier. Okay, an dieser Stelle. So, jetzt muss ich überlegen. Wenn der Effekt von einem Monster spielt, dann aktiviert man den Effekt von der Karte. Ja, das sieht ganz schlecht aus. Das sieht ganz, ganz schlecht aus für uns leider. I wish es würde nicht so schlecht aussehen. Oh, okay, okay, okay. Auf 3000. Okay, das verändert jetzt nochmal alles. Bestimmt erstmal Inspector Border natürlich. Jetzt deckt sich der Gegner. Ja, okay. Ja, okay, das freut mich ja für dich. Das ist doch schön. Erster Start hier ist so, wie sie es gehört natürlich. Hier in einer Niederlage gerübt. Alter, Urteil. Vorhin 60 Karten Urteil, ne? Ich habe wirklich nicht gegen 60 Karten Decks. Aber wenn ich dann gegen 60 Karten Decks verliere, weil die gewisse Karten dann ziehen, am besten spielt er nur eins im Deck. Oh, ich spiele gegen Kira. Jo, jetzt wird es gefährlich hier. Wir gehen trotzdem Second. Das Huhn zittert einfach, jetzt ist komplett eskaliert. So. Es versucht zu fliegen, es kann aber nicht. So. Ich will extra Deck. Oh. 14, stark. Ja, uns fehlt hier ein Tributmonster. Aber wir können 8, warte, welche war das Synchro nochmal? Es war 7. Cool. Ich glaube, er hat das Wort zur Starterpack. Übrigens auch der beste Way überhaupt, hier Marzedul zu beginnen. Also einfach die Follower-Kampagne benutzen
Und dann, ja, Sword Soul sich bauen. Und damit ladderst du ja komplett easy ein Gold hoch. Komplett easy, ohne Probleme. Musst du noch eine Baroness craften. Und ja, das ist ja komplett, also es ist komplett, komplett gutes Deck. Aber es ist halt wirklich auch ein gutes Deck. Also dementsprechend, ja. Ich meine, das Ding ist, Grandmaster kommt da. Er spielt vielleicht in Nibiru Full rein, also dass er nicht mal auf Baroness endet, aber da liegt einfach ein 3100er Beatstick und ein 2800er Monster Negate plus ein 1000er ATK Monster. Die Leute sagen immer dann, ja, warum gibst du denn so auf? Ey Leute, ihr habt's gesehen, ich spiele kein Synchro 8, uns fehlt ein Synchro 8, sonst hätten wir wirklich was machen können, aber so, nee, no way, leider, beziehungsweise selbst, wir müssten ein richtig gutes Synchro haben, wir dürfen anfangen, okay. Spielen wir gegen Tempai? Tempai, bist du das? Oh, auf jeden Fall krasses Field. Okay. Das erinnert mich an etwas. So, ich würde sagen, wir fangen ganz entspannt an mit den Cremons. Und setzen die da rein. Und setzen die da rein. Und dann gehen wir schon an Zugang. Also diese Karte nur, falls dein Gegner eine Karte in der Spalte dieser Karte kontrolliert, gib alle Karten zurück auf die Hand. Ja, wir müssen natürlich hoffen, dass er in diese Column reinspielt und nicht in diese. Ey, ich finde das Artwork wild. Wild. Kein Spieler kann den... ist schon sehr wild. Okay, Dragon Maid, das ist schlecht für uns. Ja, jetzt heißt es zugucken. So, Leute, hier... Ich trinke jetzt hier keinen Tee, aber es ist ja langsam hier Winterzeit. Macht euch einen Tee nochmal. Genießt die Folge hier. Das ist doch der Flair hier. Okay. Mein Gegner ist überfordert mit dieser Situation, dass hier ein Krebons liegt. Verständlich aber auch. Verständlich. Also ist auch eine sehr bedrohliche Karte. Ja, okay. Er spielt sogar in die Imperm-Column rein. Ey, ist es stark? Komm, beschwör hier rein. Wäre schon sehr wild. Okay, oder auch nicht. Der kann Monster. Der kann negaten, ne? Ja, gut, wenn er angreift, könnten wir sagen, Effekt nein. Ja, das ist okay. Das ist. Warte, sie zerstört auch, oder? Kannst du aktivieren und für dich zerstöre die Karte. Du das lege danach. Okay, zusätzlich danach. Also er liebt es, in Imperm zu spielen. Okay, wir gehen in Battle Phase. Das ist wie gesagt vollkommen fein. Erstmal. Also das Ding ist ein Riesenproblem. Brauche ich drüber reden. So, da wollen wir nichts Chain drauf. Wir können das sogar bouncen. Das ist natürlich ein Problem. Okay, er lässt es durch. Ja, das ist aber auch ein Problem. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir da ATK-technisch so drüber kommen. 3-5 ist dann doch schon... ...3000, das reicht nicht. Ah, das reicht leider nicht. 3000. Ah, das ist dann leider over. Ah, ich hatte gehofft, dass da vielleicht noch was geht. Ja, das ist doch schön. So leben wir die Challenge doch. Ich meine, wir brauchen noch ein Legacy Pack. Dann haben wir wieder 10 neue. Ich meine, das ist auch ganz nett. Also ist ganz nice. Mal gucken. Mal gucken, sage ich dazu nur. Boah, heute ist aber auch nicht so mein Tag, ne? Ah, gegen Blue Eyes. Ah, das hat uns natürlich noch gefehlt hier. Ah, Blue Eyes hier, komm. Zeig, was du kannst. Gegner fängt an. Zeig, was du kannst hier. Los. Die blauen Augen sind aber auch sehr krass hier, ne? Ich fange an, okay. Ah, muss nicht sein. Okay, das sieht komplett falsch aus da. Was haben wir denn hier? Oh, Otikabus, Ketten. Oh, wir können Spezial beschwören. Boah, ich weiß gar nicht. Das ist ein bisschen schwer, glaube ich. Ich glaube sogar... Ist der da auch ein Handeffekt? Nee, hat er nicht, wollte ich sagen. Ich glaube, wir machen das sogar so. Wir beschwören kein Monster ersten Zug.
So, wir spielen wieder schön hier in die Columns, damit er Angst bekommt. So. Er sieht so falsch aus. Wieso macht man das? Warum macht man das? Das sieht so falsch aus. Also, for real, das sieht so falsch aus. Na, egal. Okay, er spielt wirklich Dragon Maid. Warte. Wenn eine Karte oder ein Effekt wird, die als Ziel wählt. Du kannst am Beispiel von der Hand. Okay, wählt die als Ziel. Nee, das ist auch schön. Flup, flup. Er spielt auch über 40, ne? Man kann's ja. So. Das ist schon mal gut. Wir spielen aber wirklich gegen Blue Eyes. Oh, er fängt an mit Poli. Nein. Ich kann jetzt Twin. Kommt Twin Drang? Kommen wir nicht drüber, ne? Der reduziert nur 500, ne? 2,5. 2,5 können wir knacken. Oh, was? Nein, Dragoon? Nein. Okay. Ich dachte schon, ich spiele gegen jemand Gutes. Was macht der? Ah, wo ist denn gegen einen Monster? Deines Gegners durch Kampf zerstört, du kannst gegen Schaden Höhe Grundattacke zerstören. Falls sie zerstört, du kannst noch eine Hand und eine Ex-Lecke. Okay. Ja, wie eben gesagt, wir kommen auf 2,5. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Das könnten wir nutzen. Ja, lassen wir natürlich durch. Jet Dragon. Ist er ein Drache? Oh, er ist auch ein Drache. Nein. Nein, das ist sehr schlecht. Also for real, das ist sehr, sehr schlecht hier. Okay, das ist sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, warte, was sagt die, wenn er zerstört wird, ne? Das ist, oh, diese Karte ist so gut. Ich würde sagen, wir geben da einfach Zug ab. Oh, das, also, wir können die ganze Zeit Monster beschwören, aber es bringt halt nichts. Die Gefahr ist nur, dass unser Monster dabei dann auch verlöten geht. Und das Risiko will ich eigentlich nicht eingehen. Alter, perfekt, Zwangsregierungsgericht gezogen. Das ist der perfekte Counter, for real. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Ja gut. Blue Eyes plus ihn. Okay, ich dachte schon, der ist wie Herr der Drache. Gott, Herzinfekt. Bitte hab keine Blue Eyes-Karte. Geh einfach in die Battle Phase. Ich meine, geh einfach. Ja, einfach in die Battle Phase gehen. So ist ein guter. So ist gut. Ja, und jetzt weg mit den Lachs hier. So ein Ding ist das. So nämlich. So. Weg damit hier. Whee! Er ist leider auch Hexer, ne? So. Ah, ne, er ist Hexer. Er ist nicht Drache. Ich wollte gerade sagen, er ist leider Hexer. Aber ist ja gut sogar. So, ja, schön. Das ist doch super. So, können wir jetzt hier in der Endphase... ja, können wir noch machen, ja. Gehen wir die hoch. Und jetzt das blockiert. Das ist doch schön. Das sieht doch gut aus. Haben ein bisschen Öltransport gemacht. So, und jetzt können wir hier auch ein bisschen Beatsticken. Jetzt können wir hier reingehen. Jetzt können wir jetzt hier den Spezial beschwören. Jetzt weiß er erst, was wir spielen, aber ist ja auch egal. Rufen ihn. Dann rufen wir ihn. Dann aktivieren wir ihn. Und dann aktivieren wir seinen Effekt. Und dann gehen wir in die Battle Phase. Schwupp. Boah, wenn wir jetzt. Nein, der triggert nicht, oder? Der sagt ja gar kein Drache! Der sagt einfach Karte! Ja, GG. Jet-Drache zu mächtig. Der sagt einfach Karte. Ich komplett siegessicher. Alle hier mein Zugucken denken sich, Maurice, bist du bescheuert? Da kommt Jet-Drache. Ich denke mir so, ja, du hast vollkommen recht. Oh mein Gott, Alter. Komm, alle gute Dinge sind 5. So sieht es nämlich aus. Wir dürfen anfangen. Wollen wir nicht. So. Ich glaube, wir hatten die letzten Folgen zu guten Run. Ich glaube, das ist das Problem jetzt. Ich glaube, das Spiel hat sich gedacht, ey, du hast echt viel gewonnen. Muss jetzt nicht sein. Oh, wir haben unsere Combo gezogen.
Und warum spielen wir sie nochmal? Ah ja, weil 2-3 Tribut. Super gut hier. So, Gegner jetzt hier überfordert. Da habe ich mal die Lupe rausgeholt. Okay. Okay. Ey, da gehen wir noch mit. Da haben wir doch gar kein Problem mit. Drö. Oha. Da gehen wir ja komplett d'accord mit. Dann würde ich sagen, direkt rein da. Direkt rein. Hier beatsticken wir jetzt. Oh, er kann reagieren. Das ist nicht so gut, tendenziell. Alter, er hat wirklich Maxe, ne? Er hat for real Maxe dafür. Oh Gott, ey. Jetzt macht das auch noch Ausgleich. Normalerweise ist Maxe komplett Minus bei mir, aber... Jo, ne, man kann ja nicht alles haben. Battle of Phase, Trip. Okay, das geht aber durch. Das ist auch okay. That's interesting. Ey, mit Schneemanns Effekt müssten wir eigentlich, ja, also dunkler Alligator nächsten Zug haben. Also safe haben. Wie oft ziehen wir eigentlich gerade gewisse Karten? Also Verschinosaurier ist ja gerade, klebt ja so an der Hand, das ist ja unglaublich. Okay, er settet, das ist für uns umso besser. Also er klebt ja komplett an unserer Hand. Ist unglaublich. Nicht direkt angreifen, das ist natürlich ärgerlich. Oh, Inspector Border. Ja, es ist halt viel zu verlockend, den ja zu beschwören. Also Inspector Border wird natürlich hier einiges verändern. Aber das macht so viel Pressure. Maxe schon wieder again. Krieg das Heulen hier, Alter. Ja, egal. Alter, was spielt der eigentlich? Er scheint ja, also dreimal Maxe zu spielen. Er spielt ein legit Deck anscheinend. So. Stark. Freut mich für dich. Ja. So, und das könnte Game sein, wenn er kein 2000er Defense Monster liegt. Hä, warte, wir können ja boosten. Okay, das wäre Game. Ash, brauchen wir nicht mal. Was spielt er? Jetzt aktivieren wir ein bisschen dumm. Ist das wirklich Game? Aber wir müssen nachgucken, was er gespielt hat. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Der Win ist doch da. Unser 17. Win hier. Krass. Nehmen wir mit. Nehmen wir sofort mit. Rank up. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Matchverlauf. Und wir gucken mal hier, was hat der denn gespielt? Bestätigung des Decks. Also das müssen wir jetzt hier gucken. Er hat zweimal Xeno gespielt. Oh mein Gott, ey, Souls und alles. Er hätte ja voll krass haben können. Nein, ich habe nicht nachgeguckt, ob wir jetzt ein Pack gezogen, bekommen haben. Aber das kann man im Shop, glaube ich, sehen, ne? Kann man das hier sehen? 30. Müsste dann es müsste glatt sein. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch hier reingehen. Wir haben so eine Losing Streak, Leute, komm. Wir machen hier 10 Packs davon auf und 10, und natürlich unser Master Pack. Ui. So, jetzt wollen wir hier ganz entspannt natürlich reingucken. So, da ist ja hier... So. Upgrade. Nehmen wir mit. Zahle 1000 Lebenspunkte. Wähle dann ein offenes Monster, das du kontrollierst. Selbst bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners 1000 ATK, falls sie dich suchst, würden... Wenn du bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners diesen Effekt dann jedes Mal, wenn es ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, du kannst die unterste Karte deines Decks vorzeigen und sie auf oder unter dein Deck legen. Falls du die vorgezeigte Karte ein Drache, Dinosaurier, Seeschlange, Wurm war, zieh für jede 1000 Karte das Monster eine Karte. Dann hältst du für eine, gezogene Karte 1000 Lebenspunkte. Ey, die Karte ist gut. Ja gut, und die Karte ist natürlich ein normales Monster. Er ist halt gut sogar. So, ein Kräftungsschild. Ah, weiß ich nicht. Ein Kräftungsschild ist natürlich so Attacke annullieren. Oh, fällt bei Rare. Diese Karte hat nochmal schon gesagt, diese Karte nur schon in der offenen Angriffsposition, den du auf. Ah, das ist schon wack. Die ist nicht Tuner, ne? Ah, sonst wäre die gut.
Was haben wir da? Artefakt. Ja gut. Alle hast du Tributmonster und kann in der Zaubernfangerzone gesetzt werden. Hä, voll gut. Der Pferdemonster kann davon an der Hand aus dem Spiel, solange sie sich auf dem Spiel können gehen, kann die gleiche Eigenschaft. Also das ist natürlich lustig. Die müssen wir reinpacken. Ey, die Maschine ist wirklich lustig. Was haben wir noch? Oh, eine Ultra. Wow. Wow. Unrufbar. Dann haben wir den genau einmal zum Spielfeld. Da ziehen wir dann. Ah, Schwachsinn. Da kriegen wir eine Ultra, ne? Und dann so komplett nicht sinnvoll. Oh, warte. Da hat er ein 4, okay. Solange du keine Karte hast, 1000 ATK mehr. Ja, das ist so schlecht. Wir spielen zu viele Monster dafür. Was haben wir noch hier? Nein. Ich wollte gerade sagen, 1,8, aber der hat einfach 5 Sterne. Das ist natürlich schlecht. Was haben wir hier noch? Oh, das kann natürlich gut sein. Truppenlexil, auch eine gute Karte. Das sind zwei gute Karten. Ey, die Legacy-Karten, die gönnen aber auch gerade. Und wir haben hier, ja, Kriegdrache ist natürlich wieder kompletter Müll. So, ich möchte mal eine Karte lesen, die ich geskippt habe. Und zwar die Zerstörer aller Zauberfänger auf deinen Spielfeld der Höhe der Lebenspunkte. Okay, das ist ja komplett schlecht. Ja, aber das hilft dir schon mal. Das hilft dir schon mal, das Deck besser zu machen. Packs, Masterpack. Und dann ziehen wir noch ein Masterpack. Ah, das gönnt jetzt nicht scheinbar. Ah, egal, wie gesagt. Wir können ja, ja, genau, sowas. Oh, 1,8, das ist gut. Licht, 1,8. Ein generisches 2. 2, 4, 5. Kann ja speziell schon mal, wenn sie gerade durch eine Karte eines Gegners das Spielfeld verlässt, entweder durch Kampf oder Kampfeffekt, du kannst einen Aufsatzmonster wählen, dass dein Gegner Kontrolle übernimmt, bis du in deiner nächsten Endphase. Das ist voll gut, die Kuh spielen wir. Todfeind, 1,9. Auch sehr gut. Alter, unser Deck wird immer besser. Falls du die Grundmonster kontrollierst, kannst du gerne speziell schon mal Hand beschwören. Wir haben ja theoretisch schon einen Grundmittel. Wenn ein Griff gelegt wird, den. Okay. Und Champions. Ah, okay. Also, unser Deck wird wirklich besser, aber eher so generisch besser. Also nicht so deckspezifisch besser, sondern einfach so generisch besser. Ich meine, was wollen wir mehr? Guck mal, wir haben hier generische Karten. Wir haben einfach ein Tributmonster. Wir haben 1,8, 1,9 Angriffspunkte. Dann haben wir ein 2,3 Tributmonster. Dann haben wir Truppenexil, was auch nicht schlecht ist. Da haben wir die Karte, die einfach, 1000 Angriff gibt. Und dann haben wir noch die Maschine, Entkräftungsschild und Auswanderungsprophezeiung. Alter, so viele Veränderungen. Damit komme ich gar nicht klar. Also for real, damit komme ich gar nicht klar. Entkräftungsschild, ja, das Ding ist, die Karte ist lustig, aber vielleicht gar nicht so gut. So, jetzt ist die Frage. Wir gehen ja auf Spezialbeschwörung. Guck mal, das ist ja nur drin, um Spezialbeschwörung zu machen, um dann eine Tributbeschwörung erfolgreich zu machen zu können. Die Frage ist jetzt, ja, also er hat komplett seine Existenz verloren. 2, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 3. Ja, brauchen wir dann auch nicht. So, wir haben Beatsticks. Wir haben Todfeind mit 1,9 reingepackt. Und wir haben 1,8er Beatstick. Das Problem ist natürlich, wir. Ja, also er hat dann ja auch seine Berechtigung ein bisschen verloren. Cracker auch. Der ist noch stark. Trumexil. Ich weiß nicht, ob es worth ist. Und das spielen wir wegen Dino. Guck mal, wir nehmen den Dino-Teil raus. Dann können wir nämlich so machen, auf jeden Fall. Wir nehmen den Dino-Teil schon mal raus. Er bleibt trotzdem drin, weil wir ihn immer noch discarden könnten. Dann haben wir hier, der ist Tuner, der bringt uns schon einiges. Dann haben wir bei Traps, was haben wir bei Traps? Battleface Benden. Kann relevant sein, muss nicht. Der ist random. Der, ich glaube, den wir nehmen, was war das? Falls wir keine Karte kontrollieren, das kann ja auch anders spezifisch schon. Du kannst diese Karte in den Spielzug, kein Battleface. Okay. Während jeder deiner Semifiles zerstöre diese Karte, es sei denn, du legst die gesamte Hand ab. Ah, ist halt so alles oder nichts Karte. Da bin ich noch ein bisschen am Struggle. So, genereller 200 Boost ist natürlich jetzt im Vergleich zu 1000er Boost und so natürlich nichts. Deswegen nehmen wir die natürlich raus. Dann hatten wir hier. Das ist gleich der TK werden, das ist ganz nett. Ich will eigentlich Monster noch mehr rausnehmen. Weil, ja, ich weiß halt nicht. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Tributmonster, 5 Tributmonster. 1,8, 1,8, 1,9, 1,8. Ah, ich glaube, Cracker hat so langsam seine Berechtigung verloren.
Ich weiß nicht, ob man Tropenexil spielen sollte. Cracker nehmen wir auch mal raus. Und ja, Dunkelklinge oder er ist auch egal. Aber er ist Finsternis, ne? Oh, das ist jetzt natürlich schwer, weil Finsternis, wir haben noch die hier. Aber das brauchen wir, glaube ich, noch. Er ist Licht, Finsternis, Licht, Finsternis. Finsternis, Licht, Licht, Finsternis, Finsternis, Licht. Boah, es ist schwer. Erde. Ich weiß nicht, ob das nicht zu Late-Game-lastig ist. Ich glaube, wir nehmen ihn raus. So, wir haben noch ein generisches Exit 2, was wir eh nicht rufen können, aber einen Empfänger, nicht Empfänger, sind können wir gar nicht rufen, dann können wir so spielen. So, Deck deutlich geupgradet. Da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir rein. Wir gehen ins nächste hier. Aber hallo. Jetzt geht's los. Ja, Bronze ist auch sehr belohnt, muss ich sagen. Die Bronze-Elo. Oh. Ho! So, wir haben jetzt unser Dino-Package rausgenommen. Ich weiß halt nicht, ob das ich bereue. Ich meine, wir haben noch ein paar lustige Sachen gemacht, aber... Ah, die Falle ist auch noch so mad, ne? Okay, er spielt 15. Ja, cool Story, Bro. Wie kommt der denn hier rein, Alter? Wie kommt der denn hier in Bronze rein? Was ist denn mit ihm los? Normal Summon Ash? Dein Ernst? Also for real? Dein Ernst? Prost. Okay. Das sieht erstmal vielversprechend aus. Erstmal. Sie fragt, so bleibt. Wird gezogen. Aha. Aha. Warte, für was muss er? Ah, wir können so die Hand angucken. Ist doch geil, dass einfach Ausbruchswiedergeburt, also das so die Karte ist, die wir so spielen wollen. Pass, genau. Würde ich auch so machen. Boah, 1-9, Grid Shepard ja anders dann. Druh! Boah, Layla, Layla brauchen wir auch nicht. Warum hat die 1-9? Warum hat die eigentlich 1-9? Whee, Battleface. Ey, wenn das ein Free-Win ist, den nehmen wir mit. Den nehmen wir sowas von mit. Dann rufen wir gleich ihn, dann können wir ihn mal, warte. Kannst dir die Hand eines Gegners ansehen. Okay, wir könnten die Hand ansehen. Das wäre unglaublich strong. Ja. Ja. Nein, Mikanko. Haha! Ketten verschwinden! Oh, Mikanko, das ist ein Riesenproblem für uns. Wir haben Layla, was eigentlich ganz cool ist, aber... Ah, Mikanko. Ist auch so ein Deck, wo, was halt so relativ unwinnable ist für einen. Tja. Also, ich habe einen Pass gemacht. Weil er natürlich Mikanko spielt. Natürlich. Er kann ja gar nichts machen, First Turn. Ich finde das extra Deck geil. 6. Ich meine, wir wirken wie ein Legit-Spieler, ne? Wir haben 15 Karten im extra Deck. Ich meine, okay, wir normal beschwören wie ein 1-9, dann greifen an. Okay, also. Das kann ja ein Brick sein. Oh, das ist auch sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Warte. Du kannst für den restlichen Spielzug. Ja, ist ja egal. Machen das. Ey, wenn jetzt Maxi kommt, ne? Dann. Oh, ich muss eine Karte abwerfen. Okay, das war jetzt dumm. Aber egal. Egal, egal, egal. Machen wir nämlich so. Man soll auch Karten lesen, ne? Aber. Ja. Können wir jetzt seine Hand angucken? Jetzt bin ich mal gespannt. Houston, da kommt ein Raigeki hier hinzu. Das ist ein Problem.
Ja gut, 3 Geki ist jetzt wirklich ein Problem, muss ich sagen, an dieser Stelle. Oh, 3 Geki, das ist natürlich nervig. Warum ist das eigentlich nicht permanent lieb? Es wäre vollkommen fair. Wir opfern, also wir werfen eine Karte ab, um die Spezial zu beschwören. Das ist einfach minus 1. Dann will man hier opfern. Ist ja nochmal minus 1. Also wir machen minus 2 für eine Karte. Das ist so frech. Ja, jetzt muss ja Raigeki kommen. Also. Aber warum wieder Raigeki in Maikanko? Das ist eigentlich auch so kontraproduktiv. Es ist so, ja, also eigentlich will ich ja, dass er keine Monster hat. Dass er Monster hat. Und dann auf einmal sagt er dann so, ja doch, ja gut, dann doch nicht. Wir hätten uns auch mal merken sollen, was er auf der Hand hat. Er hat einen Herold auf jeden Fall. Eine Quip war das und noch eine Quip. Warte, Raigeki kannten wir. Herold, Equip. Eine Ash hat er ja noch, genau, eine Ash. Okay, jetzt weiß ich wieder alles Karten. Okay, eine Unbekannte. Okay, wir könnten gleich ihn wiederholen. Oder Layla. Aber ja, er hatte keine Trap. Also eigentlich brauchen wir nicht Layla holen. Wir können unseren Dino holen. Der hat dann 2000. Weil wir nur einen Draw haben, ne? Herold, ja, das war natürlich klar. Oh, jetzt muss natürlich aufpassen. Der hat 0, das ist natürlich Minus. Da muss ich vielleicht doch Todfeind wiederholen. Feiert 6 Karten. Schade, Garura, hat der Entis? Das ist jetzt ja die Frage halt. Das sind so die Fragen, die ich mir halt stelle immer. Die wichtig sind. Wir wollen eh noch Monster drawn. Also, ich weiß natürlich nicht, was er jetzt genau gezogen hat noch. Aber ich würde behaupten, dass mein Draw, wenn es ein Monster ist, ich das Duell gewonnen habe. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal hier das Ganze auch haben, ne? Ich glaube nicht, dass er Garura hat oder Entis, sonst würde er sich ein bisschen schneller entscheiden. Komm, mein Freund. Hopp, hopp. Oh, Herold, okay. Das ist gut. Also gut für ihn leider. Ja, da kommt Mikanko. Aber Mikanko ist jetzt ja erstmal nicht so stark. Ja. I mean. Vielleicht spielt er noch in meine Trap. Ja. Ja, also, falls du die hier gesucht hast, also die ist weg. Was war's mal? Achso. Oh, okay, er virtual beschwören, wirklich. Hä? Bin ich blöd? Achso, sie ist 6. Ah, ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, ah, wie? How? Okay, das ist ein Problem für uns. Wir können auch immer noch gewinnen. Er kann immer noch in unsere Trap spielen. Wenn er unsere Trap spielen sollte, haben wir eine Chance. So. Ja, Discarding. Reinigung. Reinigung. Ja, Lennistini. So, jetzt opfert er den. Das ist natürlich gut. So, bitte spiel. Er spielt den ganz nach rechts. Das ist eigentlich schlecht, ey. Komm, ruf einfach hier. Das ist eine schöne Spalte. Schön hier. Komm. Nein, nicht rechts. Hier. Ah, schöne Karte. Ruf den mal rechts. Das ist ärgerlich. Ja, dann halt auch nicht. Ich dachte, die zerstört on New Chain, aber das war wohl nicht. Das war ein Satz mit einem X, das war wohl nichts, Rabbit. Gegen mich krank, ey. Das ist jetzt ärgerlich. Na, was wollen wir machen hier? Wollen wir auf Good Old Days 10 Duelle machen? Also wir haben sonst, früher haben wir immer 10 Duelle gemacht.
dann irgendwann ging es nicht mehr so schnell, weil wir halt so viele Duelle hatten, wo wir auch gewonnen haben, die dann natürlich lange gingen. Ja, da konnten wir nicht machen. Jetzt haben wir aktuell 8 Duelle für heute, schon viel. Also wir haben viel geschafft. Ha. Das ist schwierig. Das ist legit schwierig. Boah. Er will, dass wir anfangen. Machen wir es mal so. Ich würde sagen, wir machen das so, ja. Entweder hat er jetzt wieder Tempai, denn dann wäre egal gewesen, was wir ihn entgegensetzen. Oder er spielt jetzt ein Going Second Deck, so wie Mikanko. Und dann ist das vielleicht ein Pass. Ha. Bin ich mal gespannt hier. Okay. Das nehmen wir mit. Okay, das ist mit hier natürlich mit Uradora des Schicksals. Ey, die Karte ist ja auch sehr lustig. Natürlich eine gute Kombination. Oh, ist auch sehr gut natürlich. Das ist ja auch sogar Empfänger, ne? Boah, jo, 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 das wäre sogar 7. Oha, oha. Lass knacken, das Ding. Blue Eyes, ey, ich kann heulen, Alter. Nein. Möchtest du so auf, oben auf dein Deck? Nein. Mephi 2. Er ist natürlich jetzt ein Problem. Blue Ice in the Hood. Ja, gut, okay, machen wir so. Bah, warum ist so ein 3000er so ein Problem für mein Deck? Ihr könnt heulen. 3000 ist einfach so ein Riesenproblem. Ja, was soll ich dagegen machen, ey? Ich rufe in der Mitte. Oh. Cool. Dann machen wir den weg. Ich finde das geil, wie das einfach wirklich so eine Säurespur ist. Ja, das. Das ist mies. Das ist mies, ja, noch eine Alternative in der Hand halt, ne? Ja. Ich meine, unser Deck wird langsam besser. Langsam, sag ich halt. So, ich habe gesagt, 10 Duelle. Komm, Leute. Letztes Duell für heute. Ist am Start. Da haben wir heute 10 Duelle gemacht. Krass. Und vielleicht kriegen wir noch einen Win. Das wäre schön. Da hätten wir 8 Niederlagen, 2 Wins. Das ist wirklich alter Schnitt, wäre das. Okay, okay, okay. Oh, wir dürfen aussuchen. Wir gehen aber als zweites hier an dieser Stelle. Woo! Stein. Wenn der Gegner jetzt lange, wenn der Gegner langsam spielt, können wir erstmal Schere, Stein, Papier mit den kleinen Spielen da oben. Unsere Hand ist nicht so krass. Komm, Achtung. Schere. Ha, gewonnen! Stein. Ha, gewonnen! Okay, 100% Winrate, jetzt chillen wir. Das ist schön. Hol nicht Chimäre, hol nicht Chimäre, hol nicht Chimäre, hol nicht Chimäre, hol irgendwas Schlechtes. Was richtig Schlechtes. Hol nicht Chimäre, hol nicht Chimäre, hol nicht Chimäre. Bitte hol nicht Chimäre. Okay, Edge in meiner Hand, ne? Ja, das war's. Da brauchen wir nicht weiterspielen. Ah, Leute, wir haben so oft Schere, Stein, Papier gewonnen.
da können wir jetzt nicht sagen, das war's. Wir können die Folge jetzt nicht so bannen. Wir müssen in die Folge nochmal reingehen. Komm, Leute. Wir müssen hier nochmal in die Folge rein. Komm. Was haben wir denn hier? Bitte. Jetzt geben wir einen Würfelwurf gerade. Also wenn wir jetzt verlieren, dann wird die Folge wirklich, glaube ich, zu lang. Oh, das neue Spielfeld, das ist schon cool. Hat schon was. Hand ist okay, vollkommen okay. Whee! Turn Change, okay, das ist wild. Turn Change ist wild. Das denkt er sich jetzt bei meiner Beschwörung auch. Dunkelklinge ist auch wild. Main Phase 2. Pass. Das ist auch wild auf jeden Fall, was ich hier mache. Wir können nächsten Zug in unser Dings gehen, ne? Kann so, das da. Spielt der echt Tempi? Hat er gerade einfach gepasst mit Tempi? Also eigentlich kann man hier nichts mehr falsch machen. Das Duell ist eigentlich schon vorbei. Ich hätte den noch beschwören sollen. Ja, komm, das war's. Ah, komm, allerletztes hier. Dann wir 10 Niederlagen mehr verlieren, ist doch schön. 10 Niederlagen. Komm. Das wäre dann unsere 50. Niederlage. 50 Niederlagen und 17 Wins wären das. Komm. Krass, wie viele Duelle wir schon gemacht haben. Wie einfach. Hä? Er hat Pytra und alles. Er passt einfach so. Komplett schlecht einfach. Na gut, vielleicht hat er Pytra nachgezogen. Man weiß es nicht. Also, Faschinosaurier ist heute auch klebt an der Hand. Ja, moin. Ja, moin. Ja, dann ziehen wir 2 Würfel ab. Das sieht mir. Hätte man 12 im extra Deck. Boah, ne, das wäre richtig strong. Canon Gen. Ja, er spielt Orkust. Wahrscheinlich. Ja, Leute. 50. Niederlage. Das gebe ich mir nicht. So. Nee, guck mal, da verliere ich sogar mein Mikrofon hier. Ganz ehrlich. Nee, das sollte so sein. Vollkommen okay. Wir müssen auch mal verlieren können. Ich meine, 2 Wins heute. Ein Win. Nicht mal 2. Ich kann nicht mal zählen. Ist trotzdem nett, würde ich sagen. Tat natürlich jetzt ein bisschen weh am Ende. Die ganzen Niederlagen. Aber ey, Niederschläge müssen sein. Und ich sag's mal so. Wir werden pushen. Wir werden hier Rank upen. Wir werden hier wirklich viele Duelle machen. Und ich werde mal gucken, wenn wir dann so eine Losing Streak wie heute haben, dann werde ich das einfach ganz schnell runtercutten. Also jetzt lasse ich das hier noch als One-Take, weil damit die Folge schon lang ist, weil ich nicht mehr Zeit habe, jetzt hier noch aufnehmen. Aber dann, wie gesagt, dann im Dezember pushen wir und wenn wir dann halt 10 Niederlagen haben, dann skippe ich die alle ganz schnell, bis wir dann halt wieder ordentlich Duelle hier am Start haben. Das bedeutet, Dezember mehr Folgen und geilere Folgen. Also freut euch drauf. Ich hoffe, ihr freut euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bedeutet also, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.